ihr zum Tag der offenen Tür der Feuerwache gekommen seid. Ja! Heute werden wir euch alles über das Feuerwehrauto zeigen und erzählen. Die Feuerwehr, ich kenn's Feuerwehrauto, es löscht die ganzen Feuer. Wir benutzen das Feuerwehrauto, um Brände zu löschen. Wow! Es hat viele coole Werkzeuge, wie zum Beispiel einen Haken, um Dinge zu ziehen. Wow! Und eine Leiter, um hohe Gebäude zu erreichen. Was das Feuerwehrauto sonst noch hat, das wir ständig benutzen? Ja? Ein Schlauch! Das ist richtig! Wow! Und woher bekommen wir das Wasser für den Schlauch? Ein Feuerhydrant! Ja, das ist es! Von einem Feuerhydranten! Die sehen so aus! Schläuchen kommt das Wasser. Sicherlich habt ihr alle schon einmal ein Feuerwehrauto auf dem Weg zu einem Brand gesehen und gehört. Sie können eine Menge Lärm machen. Wer möchte die Glocke und Sirenen hören und die blinkenden Lichter sehen? Yay! Kennst du das Feuerwehrauto? Die Feuerwehr. Ich kenn's Feuerwehrauto, hat Glocke und Sirene. Aber wir löschen nicht immer Brände mit dem Feuerwehrauto. Manchmal benutzen wir es für andere Dinge. Weiß jemand, was das Feuerwehrauto sonst noch kann? Katzen retten, die in Bäumen stecken? Ja, manchmal auch das. Kennst du das Feuerwehrauto? Die Feuerwehr, die Feuerwehr. Ich kenn's Feuerwehrauto, es rettet Nachbarskätzchen. Dass wir einen Angriff erhalten. Zurücktreten? Kennst du das Feuerwehrauto? Die Feuerwehr, die Feuerwehr. Ich kenn's Feuerwehrauto, ist immer bereit und wartet. Keine Sorge, da kommt ja ein anderes von einem Einsatz zurück. Das Feuerwehrauto einmal genauer ansehen. Yay! Yay! Kennst du das Feuerwehrauto? Die Feuerwehr, die Feuerwehr. Ich kenn's Feuerwehrauto, steht an der Feuerwache. Schau, Baby Emily, da ist eine Polizistin in ihrem Polizeiauto. Das Polizeiauto ist da, wenn wir die Straße überqueren. Schauen wir links und rechts, die Autos halten und fahren. Wenn du Hilfe brauchst, ist es immer da. Auf dem Dach hat's ein Licht, ist ein netter Polizist. Das Polizeiauto ist da. Hallo, Baby Emily. Möchtest du gern mein Polizeiauto sehen? Schau! Das ist das Blaulicht. Das zeigt den Leuten, wenn ich es eilig habe. Oh. Hab keine Angst, Baby Emily. Die Sirene.
Sirene lässt böse Leute wissen, dass ich da bin. Das Polizeiauto ist da, wenn wir draußen spielen oder zur Schule gehen. Pass es auf uns auf, wenn du Hilfe brauchst. Das Polizeiauto ist da. Wir brauchen Ihre Hilfe im Supermarkt. Bin schon auf dem Weg. Baby Emily und Papa, warum kommt ihr nicht mit im Polizeiauto? Aha. Okay, Baby Emily, lass uns deinen Sicherheitsgurt anziehen. Das Polizeiauto ist da. Den ganzen Tag. Wenn du die Sirene hörst, heißt das, dass es nah. Wenn du Hilfe brauchst, ist es immer da. Auf dem Dach hat sein Licht, ist der nette Polizist. Das Polizeiauto ist da. Bitte, wein nicht. Ich bin hier, um dir zu helfen. Bist du alleine? Hey! Ist das deine Mama? Vielen Dank, Frau Polizistin. Ich mache nur meine Arbeit, gute Frau. Das Polizeiauto ist da, wenn wir ganz alleine sind. Wenn wir mal verloren gehen, bringt es uns ein Geschwind. Wenn du Hilfe brauchst, ist es immer da. Auf dem Dach hat sein Licht, ist der nette Polizist. Das Polizeiauto ist da. Jemand ist verletzt. Ich muss dorthin und helfen. Das Polizeiauto ist da, wenn wir einmal verletzt sind, wenn das Rad feststeckt, wir durch Schlamm gefahren sind, wenn du Hilfe brauchst, ist es immer da. Auf dem Dach hat sein Licht, ist der nette Polizist, das Polizeiauto ist da. Auf dem Dach hat sein Licht, ist der nette Polizist, das Polizeiauto ist da. Das sind nur einige Dinge, die ich mit meinem Polizeiauto mache, Baby. Töchterchen, deine Nase läuft. Ich denke, wir müssen mit dir zum Doktor gehen. Oh, du musst dir keine Sorgen machen. Der Doktor ist ein Freund. Läuft mir mal das Näschen, rumort einmal mein Bäuchlein. Hab ich ein Wehwehchen, mach ich Buhu. Ist mein Hals mal kratzig? Oder die Haut juckt mich, bin ich mal erkältet, mach ich Buhu. Ich gehe zum Doktor, der Doktor ist mein Freund. Wann immer ich mich nicht gut fühl, macht er mich dann wie neu. Ich gehe zum Doktor und singe dieses Lied. Ich weiß, mir wird's bald besser gehen. Oh nein, lieber Sohn, du hast dir den Kopf gestoßen. Ich denke, wir müssen mit dir zum Doktor gehen. Du musst wirklich keine Angst haben. Der Doktor ist ein Freund. Werde ich mal gestochen oder
oder falle von der Schaukel. Habe blaue Flecken, mach ich Buhu. Hab ich Stimmen, Husten, verbrenn mich an der Teekanne. Sag mir, was machst du denn? Ich mach Buhu. Ich gehe zum Doktor, der Doktor ist mein Freund. Wann immer ich mich nicht gut fühl, macht er mich dann wie neu. Ich gehe zum Doktor und singe dieses Lied. Ich weiß, mir wird's bald besser gehen. Oh, weißt du, wozu das gut ist? Das brauche ich für die Untersuchung. Die Untersuchung sorgt dafür, dass du stark und gesund bleibst. Ich kann euch jetzt beide untersuchen. Muss ich zur Untersuchung von oben bis unten? Weiß ich, wo ich hin muss? Es gibt kein Buhu. Wenn ich gar nichts habe, schaut er, dass ich stark bin. Ich singe dieses Liedchen, ich mach nicht Buhu. Ich gehe zum Doktor, der Doktor ist mein Freund. Wann immer ich mich nicht gut fühle, macht er mich dann wie neu. Ich gehe zum Doktor und singe dieses Lied. Ich weiß, mir wird's bald besser gehen. Ich weiß, mir wird's viel besser gehen. Auf, Becky. Du könntest ausrutschen und dich verletzen. Lass uns das hier anziehen, bevor du näher rangehst. Ich werde lernen, wie man schwimmt wie ein kleiner Fisch. Ich werde lernen, wie man schwimmt wie ein kleiner Fisch. Ich werde lernen, wie man schwimmt wie ein kleiner Fisch in der Sommerzeit. Das Wasser ist unglaublich schön. Kommt herein. Magst du jetzt hineingehen? Im Wasser zu spielen macht viel Spaß, solange du immer vorsichtig bist. Alles klar, Mami. Warum setzt du dich nicht auf den Rand und streckst erstmal deine Füße hinein? Das kribbelt. Ist das nicht toll? Jetzt wird die Mama dir helfen, sicher in das Wasser zu kommen. Mama zeigt mir, wie man schwimmt wie ein kleiner Fisch. Mama zeigt mir, wie man schwimmt wie ein kleiner Fisch. Mama zeigt mir, wie man schwimmt wie ein kleiner Fisch in der Sommerzeit. Jetzt halte dich hier an der Seite fest und tritt mit den Beinen. So ungefähr. Papa zeigt mir, wie man schwimmt wie ein kleiner Fisch. Papa zeigt mir, wie man schwimmt wie ein kleiner Fisch. Papa zeigt mir, wie man schwimmt wie ein kleiner Fisch in der Sommerzeit. Das ist echt toll. Gut gemacht, Becky. Sehr gut. Nun versuche, den Rand loszulassen und zu Mama zu schwimmen. Jetzt kann ich beginnen zu schwimmen wie ein kleiner Fisch. Jetzt kann ich beginnen zu schwimmen wie ein kleiner Fisch. Jetzt kann ich beginnen zu schwimmen wie ein kleiner Fisch in der Sommerzeit. Ja. Du hast es geschafft. Schau, ob du hineinspringen kannst. Wir sind hier und fangen dich auf. Ich spring da jetzt rein, genau wie ein kleiner Fisch. Ich spring da jetzt rein, genau wie ein kleiner Fisch. Ich spring da jetzt rein, genau wie ein kleiner Fisch in der Sommerzeit. Juhu! Du hast es geschafft! Und jetzt ist es Zeit, deine Arme zu benutzen. Ich bewege meine Flossen ganz genau wie ein kleiner Fisch. Bewege meine Flossen.
Flossen, ganz genau wie ein kleiner Fisch. Bewege meine Flossen, ganz genau wie ein kleiner Fisch in der Sommerzeit. Toll gemacht, Becky! Du kannst schon richtig schwimmen. Was für ein toller kleiner Fisch du bist. Ich werde lernen, wie man schwimmt. Sage mir, wohin, sage mir, wohin.
klemmt die Tür, beim Bauer klemmt die Tür. Heißa Victoria, beim Bauer klemmt die Tür. Der Bauer holt die Frau, der Bauer holt die Frau. Heißa Victoria, der Bauer holt die Frau. Die Frau, die holt das Kind, die Frau, die holt das Kind. Heißa Victoria, die Frau, die holt das Kind. Das Kind, das holt die Schwester, das Kind, das holt die Schwester. Heißa Victoria, das Kind, das holt die Schwester. Die Schwester holt den Stier, die Schwester holt den Stier. Heißa Victoria, die Schwester holt den Stier. Der Stier, der holt die Kuh, der Stier, der holt die Kuh. Heißa Victoria, der Stier, der holt die Kuh. Die Kuh, die holt den Hund, die Kuh, die holt den Hund. Heißa Victoria, die Kuh, die holt den Hund. Der Hund, der holt die Katz, der Hund, der holt die Katz. Heißa Victoria, der Hund, der holt die Katz. Die Katz, die holt die Maus, die Katz, die holt die Maus. Heißa Victoria, die Katz, die holt die Maus. Die Maus holt sich den Käse, die Maus holt sich den Käse. Heißa Victoria, die Maus holt sich den Käse. Der Käse ist noch da, der Käse ist noch da. Heißa Victoria, der Käse ist noch da. So waschen wir unser Gesicht, unser Gesicht, unser Gesicht. So waschen wir unser Gesicht ganz, ganz früh am Morgen. So waschen wir unser Gesicht, unser Gesicht, unser Gesicht. So waschen wir unser Gesicht ganz, ganz früh am Morgen. Putzen wir unsere Zähne, unsere Zähne, unsere Zähne. So putzen wir unsere Zähne ganz, ganz früh am Morgen. So putzen wir unsere Zähne, unsere Zähne, unsere Zähne. So putzen wir unsere Zähne ganz, ganz früh am Morgen. So kämmen wir unsere Haare, unsere Haare, unsere Haare. So kämmen wir unsere Haare ganz, ganz früh am Morgen. So kämmen wir unsere Haare, unsere Haare, unsere Haare. So kämmen wir unsere Haare ganz, ganz früh am Morgen. Schau mal, so ziehen wir uns an, ziehen wir uns an, ziehen wir uns an. Schau mal, so ziehen wir uns an, ganz, ganz früh am Morgen. Schau mal, so ziehen wir uns an, ziehen wir uns an, ziehen wir uns an. Schau mal, so ziehen wir uns an, ganz, ganz früh am Morgen. Schau mal, so gehen wir in die Schule, in die Schule, in die Schule. Schau mal, so gehen wir in die Schule, ganz, ganz früh am Morgen. Kleines Lamm, kleines Lamm, kleines Lamm. Mary hatte ein kleines Lamm mit Wolle weiß wie Schnee. Überall wohin sie ging, wo Mary war, wo Mary war. Überall wohin sie ging, das Schaf, das war auch da. Es folgte ihr zur Schule mal, Schule mal, zur Schule mal. Es folgte ihr zur Schule mal, was gegen die Regeln war. Die Kinder freuten sich total, sich total, sich total. Die Kinder freuten sich total, dass es in der Schule war. Der Lehrer warf es wieder raus, wieder raus, wieder raus. Der Lehrer warf es wieder raus und doch blieb es im Haus.
Es wartete die ganze Zeit, ganze Zeit, die ganze Zeit. Es wartete die ganze Zeit, bis Mary dann erscheint. Warum nur liebt das Lamm sie so, Lamm sie so, Lamm sie so? Warum liebt es die Mary so? Die Kinder fragen wieso. Na wisst ihr, Mary liebt das Lamm, liebt das Lamm, liebt das Lamm. Na wisst ihr, Mary liebt das Lamm, sprach der Lehrer dann. Die klitzekleine Spinne kroch in die Regenrinne. Der Regen kam und spülte die Spinne aus der Rinne. Dann kam die Sonne und vertrieb den Regen. Die klitzekleine Spinne kroch wieder in die Rinne. Die klitzekleine Spinne. Rabimme, rabamme, rabum.